Willkommen bei Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News. Heute aber mit einem Interview und zwar mit Holger Köter von Spice 5. Das Video ist ein bisschen länger geworden, deswegen gibt es zwei Teile. Deswegen starten wir los. Viel Spaß. Schön, dass du da bist, Holger. Erzähl erst mal etwas über dich und das Unternehmen Spice 5. Ja, hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, bei mich, ich habe einen Hintergrund in der Enterprise, in der Konzern-IT. Ich war 10 Jahre bei Siemens, dann lange Jahre bei Atos, 7 Jahre, habe dort mehrere Global Managed Services geleitet, war die letzten 2 Jahre der CTO für den Telefonica-Account bei Atos. Und dann hat es mich Richtung etwas komplett Neuem getrieben und ich hatte lange überlegt, was ich machen soll und bin dann auf IOTA gestoßen und wollte einfach was ganz Neues machen, keine Konzern-IT. Und habe mich dann bei der IOTA Foundation beworben, nachdem ich David sprechen gehört hatte, wurde dann Teil des Teams und habe mich dort mit Regine zusammen um Industry Adoption gekümmert. Das heißt, wir haben 5 Jahre lang mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet, geschaut, wie kann man deren Strategie in unsere Technologie mit übersetzen, wo passt IOTA und Blockchain in deren Technologie-Stack auch mit rein und haben sie dann beraten, haben Proof Concepts gemacht, haben eine Abteilung mit knapp 40 Leuten aufgebaut. Und da haben wir schon festgestellt, dass sich Unternehmen oft sehr schwer tun, diese neuen Technologien mit zu adaptieren, dort mit reinzukommen, auch oft als im Innovationsdepartement angesiedelt ist und die Innovationsbeauftragten dort normalerweise auch 99 andere Themen mit haben. Das heißt, entweder es kommt ganz von oben strategisch oder so ein Stück weit bottom-up, oder die Engineers, die sich einfach damit auskennen, gesagt haben, es könnte eine gute Ergänzung sein. Und so haben wir einfach mit 100, bestimmt 300 Firmen zusammengearbeitet, haben auch sehr viele EU-Grants gewonnen mit knapp 12, 15 Millionen Euro und haben dann festgestellt, wie schwer sich Firmen dort tun und das war dann die Initialzündung, auch Spice zu gründen, weil wir gesagt haben, wir müssen es einfach so einfach wie möglich machen, für Firmen in diesen Bereich zu kommen, sobald das dort losgeht mit, ich muss Kryptowährung kaufen, um irgendein Protokoll zu bezahlen, also wenn das schon nicht abstrahiert ist, dann freut sich schon erst der Buchhalter des Unternehmens, aber das ist für das Unternehmen einfach nicht skalierbar und deswegen gibt es verschiedene Stufen, die einfach ein Unternehmen braucht oder verschiedene Lösungen, die ein Unternehmen braucht, um dort wirklich produktiv zu werden. Und da starten wir jetzt mit Spice, mit Infrastruktur und auch ganz neuen Themen, die ich jetzt gleich ein bisschen näher erläutere. Also hast du für uns quasi 3 Themen mitgebracht, wenn ich jetzt auf eure Homepage gucke, das sind dann die Side Notes, Dedicated Notes und die Access Notes? Genau. Also wir starten mit der Unterstützung für das Shimmer-Netzwerk und für IOTA und werden dann auch auf andere Netzwerke mitgehen, aber aufgrund unserer Historie mit der IOTA Foundation starten wir natürlich erst noch auf IOTA. Und dafür fangen wir dann, dafür haben wir schon Infrastruktur, das gibt es schon seit einiger Zeit, das heißt, wir können dedizierte Nodes bereitstellen, wir können aber auch hochskalierbare Endpoints bereitstellen, wo man eigentlich gar keine eigene Node mehr hat, sondern man verbindet sich zu einem Plan von Spice oder zu einer API von Spice, hat auch 1 Million Requests for free und man kann diese API genauso verbinden. Ich kann die auch aus meiner Wallet heraus zum Beispiel verbinden, aus meiner Blumen-Wallet oder aus meiner Firefly-Wallet. Und diese API, den verhält sich wie eine normale Node. Das Tolle daran ist aber, dass diese API im Hintergrund skaliert. Das heißt, egal wie viele Requests dort aufgeschickt werden, wo eine Node normalerweise dann schon schlapp machen würde, haben wir quasi ein stärkeres Backend im Hintergrund, was komplett auf AWS auch mitgebaut ist. Das heißt, es skaliert richtig gut nach den neuesten Standards, um dort Projekte mit der passenden Kapazität auch zu versorgen. Das heißt, das Projekt, wenn man auf der Spice API ist, muss man sich auch keine Gedanken mehr machen über Skalierung oder über Rate Limits oder irgendetwas anderes, was das eigene Projekt und die eigene Dev dort beeinträchtigen könnte, sondern man kann wirklich Vollgas geben und man kann sich oft auf seine Dev-Entwicklung konzentrieren, auf das Marketing konzentrieren und alles, was mit Infrastruktur, Skalierung zusammenhängt, das kann man komplett Spice überlassen, sodass der Projektautor dann sein Projekt von, keine Ahnung, 0 auf 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen User skalieren kann, muss sich nie Gedanken darüber machen, ob seine Infrastruktur dahinter auch wirklich funktioniert oder nicht. Jetzt hat man schon rausgehört, dass es für Unternehmen gedacht ist. Ist es aber auch für Privatanwender gedacht? Können also wir normale eine Node einfach eröffnen?
für Privatanwender. Die können natürlich auch eine Node eröffnen. Normalerweise ziehen wir aber eher auf den professionellen Bereich. Also es ist eine B2B, eine Business-to-Business-SaaS-Plattform. SaaS steht für Software as a Service. Also das kann man sich so vorstellen wie Netflix oder Spotify. Ich kann es einfach monatlich in Anspruch nehmen, die Dienste. Ich kann sie auch monatlich wieder kündigen. Und ich kann mir dann, je nachdem, was ich dort brauche, mehr Volumen kaufen oder mehr Keys kaufen oder zusätzliche Nodes kaufen. Das ist schon einfach je nachdem, wie mein Projekt wächst und was ich benötige, in welche Richtung können wir uns da auch modular mit erweitern. Und das neueste Thema, das sind Hybrid Chains. Und Hybrid Chains sind quasi eigene Blockchains. Da kommen wir gleich nochmal mit dazu. Und spätestens da sind wir eigentlich schon im professionellen Stadium, weil als Privatanwender wird man sich eigentlich jetzt eher weniger eine eigene Blockchain mit hinstellen, sondern das ist eher was für die großen Unternehmen, die dann dort ihre Konsortien bilden und einfach ihre Prozesse digital anfangen, mit Blockchain-Technologie auch mit abzubilden. Bevor wir dann zu den ganzen Beispielen gehen, habt ihr denn schon Kunden? Kannst du schon was zu den Partnern sagen? Weil Spice muss ja auch mittlerweile auch Geld generieren, das geht ja nur durch Kunden. Kannst du uns da ein paar Namen nennen? Kleine Insights? Also Namen werden noch einige rauskommen in den nächsten Tagen. Wir haben Dark Mythos bereits auf dem Spice Backend. Die generieren auch ordentlich Transaktionen. Wir arbeiten mit einer größeren DEX auch zusammen, die auch schon komplett über Spice läuft, wo wirklich auch das Vertrauen da ist, zu sagen, wenn wir hier skalieren, dann brauchen wir einfach unterliegend eine passende Infrastruktur. Und da ist Spice gut für uns, weil das einfach enorm Kosten, Zeit, Aufwand, Overhead dort mit spart und das Team kann sich auf ihren Kernfokus dort konzentrieren. Das heißt, ja, wir haben Kunden, wir haben zuerst einen Kunden, auch die Tangle Treasury und Blockbytes stellen für die Community eine Node zur Verfügung. Als Alternative für die UTA Foundation Nodes noch ein zusätzlicher Access Point existiert für alle Projekte ohne Rate-Limitierung. Das heißt, da kann man auch richtig Gas geben. Das heißt, die ersten Kunden haben wir jetzt und jetzt fangen wir an, dort in die Produktion zu gehen und mit Kunden einfach in die Projekterprobung, und in die ersten Services dann auch zu gehen. Was ich noch ausführen kann, das ist ganz interessant, weil wir nehmen dieses Gespräch jetzt am Freitag auf, am nächsten Dienstag, aber deswegen glaube ich, kann das schon spoilern, weil wenn das ausgestrahlt wird, dann ist man draußen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Projekt, zusammen mit der Jutta Stiftung und auch ID Now, wo wir uns um KYC DeFi kümmern, weil DeFi Wow. immer so einen shady Touch hatte, ne? Dass es auf Börsen alles anonym ist und irgendwie getradet, Ja. man weiß nicht, wo die Gelder hingehen. Und dadurch, dass die regulatorischen Bedingungen inzwischen wesentlich klarer sind mit MiCA und anderen Themen, da geht es wirklich darum, eine eigene Blockchain für das Ökosystem bereitzustellen, wo alle Projekte und alle Anwender, die auf dieser Blockchain arbeiten und mit der Blockchain interagieren, KYC sind. KYC steht für Know Your Customer. Das heißt, man muss sich für die Registrierung seinen Ausweis zeigen, man weiß, wer dort aktiv ist, wer welche Transaktionen macht. Und das Ganze ist als eine Vorstufe zu sehen für eine regulierte DeFi-Initiative. Das heißt, anstatt anonym zu traden, fangen die dann auf zu splitten. Ich weiß, wer mit welcher Identität in dieser Chain unterwegs ist. Das wird über einen NFT generiert, über einen Soulbound-Token. Der bleibt in der Wallet, der kann auch nie verschickt werden. Und das passiert mit ID Now zusammen, mit Vault ID, mit der Yoda Foundation und mit Bloom Wallet und mit Spice. Und wir stellen eine komplett eigene KYC-Chain dort mit hin und über Bloom Wallet mit Vault ID und ID Now wird dieser KYC-Prozess durchgeführt, dann hat der Anwender einen Soulbound-Token und kann dann auf eine Decentralized Exchange gehen in dieser Chain und kann dort ganz beliebig traden. Und die DEX, die prüft im Endeffekt, ob der Soulbound-Token in der Wallet vorhanden ist. Das muss auch regelmäßig erneuert werden. Und dann kann er ganz frei getradet werden. Und ich denke, das ist ein ganz smarter Ansatz, um eine DEX um die Vorteile einer DEX herauszustellen, gleichzeitig aber auch die DEX so zu nutzen, dass sie sich auf ihr Kerngebiet fokussieren kann, nämlich Nutzer zum Traden zu bewegen. Und diesen komplizierten KYC-Teil hat man quasi komplett ausgelagert, der passiert auf einem Soulbound-Token. Und damit müssen jetzt nicht groß Smart Contracts, muss man trotzdem noch ein bisschen umgeschrieben werden, um zu testen, ob dieser Soulbound-Token auch in der Wallet ist. Aber damit ist die DEX quasi frei, sich um KYC zu kümmern, etc. Das brauchen sie alles nicht, sondern das wird alles ordentlich anhand der Customer Journey,
quasi aufgesplittet, wer welchen Teil dort mitmacht. Und am Ende haben wir einen Kunden, der komplett KYC ist, auch wie bei einer Bank, und der genauso Cryptocurrency oder vielleicht später auch Aktien oder Bonds über ein komplett freies DeFi-System dann auch traden kann. Ich spreche von dem gleichen ITnow zur Authentifizierung mit dem, ich habe jetzt die App, bei vielen Banken muss man das ja machen und es wird angeboten, das ID mit dem roten Punkt. Dann will ich nur für die Zuschauer jetzt, die vielleicht keine Ahnung davon haben, das sind Partner von N26, von Sixt, das sind alles Unternehmen, die auf ITnow nicht basieren, sondern sind auch Partner davon. Das heißt, alle diese Partner würden dann auch die Möglichkeit haben, IOTA, also das KYC quasi durch euren Service zu nutzen. Ja, genau. Das Ziel ist, das alles aus diesem, ich sage mal, shady Bereich, aus dem unregulierten Bereich herauszubringen und wirklich einen regulierten Bereich zu überführen, sodass dann auch ja, große Institutionen wirklich eine Vorgehensweise haben, wie man Cryptocurrency Trading auch dezentral in einer Umgebung durchführen kann, die dafür auch gedacht ist. Also ist ja immer wieder ein Gespräch, ob ich jetzt meine Bitcoin direkt in eine Bank kaufe oder ob das bei einer Bank mit integriert wird. Und jetzt gibt es auch neue Möglichkeiten, wo man das direkt auf der Chain auch machen kann. Das sehen wir auch bei anderen Blockchains übrigens. Also Avalanche, die haben auch damit angefangen. Aber an sich gibt es noch nicht sehr viele dafür. Und gerade im Hinblick auf die kommenden EU-Initiativen, wie ich glaube, im April oder im Mai starten, ist das eine gute Vorbereitung, weil dann kann man sich direkt mit diesem Projekt auch in der EU-Initiative einbringen, die man dann wirklich DeFi, regulatory-konform DeFi-Trading durchführen kann. Ja, also geile Nachricht. Also herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Partner. Ihr hattet auch letzte Woche, glaube ich, eine schöne Nachricht rausgebracht, was die Skalierbarkeit angeht. Und zwar hattet ihr, Moment, jetzt muss ich jetzt gucken, 2,5 Millionen Requests pro Tag gehabt. Kannst du was dazu sagen? Also ist das, wie viel ist es denn jetzt wirklich pro Tag? Wirklich 2,5 Millionen und das funktioniert alles reibungslos und das wirklich dann auf IOTA oder Shimmer, je nachdem? Genau. Das sind 2,5, also die Spice-Plattform, die handhabt inzwischen knapp 2,5 Millionen Requests pro Tag. Und ich kann das einfach mal zeigen, wenn das interessant ist für die Benutzer. So sieht es normalerweise aus, wenn ich auf die Plattform komme. Das heißt, ich habe hier mein Dashboard, da ist jetzt noch nicht so viel drin und man sieht, hier sind noch ein paar kleine Bugs drin, weil das auch unsere Development-Plattform ist. Aber das ist meine Landing-Page. Das heißt, wenn ich einen Account registriert habe, dann komme ich hier auf die Spice5-Webseite. Hier kann ich direkt sehen, wie viele API-Requests ich schon benutzt habe. Und eine API-Request ist im Endeffekt ein lesender oder ein schreibender Vorgang auf den Ledger. Das heißt, entweder ich will eine Transaktion auf IOTA senden oder Shimmer, oder ich will irgendwas lesen von dieser Applikation oder vom Ledger. Das heißt zum Beispiel, wie viele Tokens hat ein Benutzer in seiner Wallet von einem bestimmten Typ? Das ist eine Leseroperation. Und so kann man sich vorstellen, dann hat es eine Decentralized Exchange an diesem Interface dranhängt. Da wird natürlich ganz viel Trading gemacht, aber auch ganz viele Informationen werden ausgelesen. Bei Dark Mythos ist das Gleiche. Und wir haben inzwischen wirklich 2,5 Millionen Transaktionen pro Tag und diese laufen alle komplett fehlerfrei mit durch. Das kann der Entwickler hier auch sehen. Das heißt, man hat hier so eine Verlaufskurve. Also hier könnt ihr auch meine Bloom Wallet dran verbinden. Dann sehe ich hier auch genau, was meine Bloom Wallet alles macht. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Und wenn ich jetzt mehr Statistiken haben möchte, dann kann ich hier einfach auf die Analytics dort mitgehen. Ich habe jetzt hier mit diesem Key noch keine großen Requests mit. Ich kann jetzt hier reingehen und kann dann im Hintergrund quasi eine Inspection machen. Ich kann sehen, was habe ich dort mit rausgeschickt. Was ist dort wieder zurückgekommen vom Protokoll, kann wirklich einen Deep Dive machen. Jetzt haben wir hier nochmal Blocks geschickt, aber wenn ich jetzt hier andere Transaktionen hätte, egal wie ich mit dem Ledger interagiere, kann ich hier nach allen möglichen Filtern, also hier, was ist erfolgreich, wie lange haben meine Transaktionen gedauert, in den letzten 5 Minuten etc. Man kann dann auch sehen, wie viele Fehler dort passiert sind, wie viele gute Transaktionen dort passiert sind, wie die Geschwindigkeit war, mit der es auf dem Ledger geschrieben wurden oder gelesen wurden. Ich habe verschiedene API-Keys, die ich mir auch managen kann, aktiv, inaktiv schalten kann. Also falls ich mehrere Umgebungen habe oder mehrere Applikationen habe, die ich über diesen einen Account dann noch managen möchte, kann ich mir auch API-Keys machen. Ja, und darüber hat man als Entwickler eine sehr einfache Möglichkeit zu skalieren mit seiner Applikation, zu verstehen, wie sich die eigene Dev auch verhält. Im Fehlerfall auch ganz tief mit reinzuschauen, was passiert da, was wird da eigentlich hin und her geschickt, auch in welcher Frequenz, wie oft.
wie nimmt mein Nutzeransturm auch mit zu, wie nehmen meine Requests zu, ohne dass man sich Gedanken machen muss, was im Hintergrund dort passiert.